René Benko Signa Holding übernimmt das weltberühmte Gebäude gemeinsam mit der US-Firma RFR für etwas mehr als 150 Millionen Dollar, derzeit rund 134 Millionen Euro. Das bestätigten Unternehmenskreise am Samstag der deutschen Presseagentur. Zuvor hatte das Wall Street Journal darüber berichtet. Die beiden Partner seien zu gleichen Teilen an einem Gemeinschaftsunternehmen beteiligt, das am Freitag eine Kaufvereinbarung mit dem Besitzer des 1930 erbauten New Yorker Wahrzeichens unterzeichnet habe. Es gehört bisher einer Investmentgesellschaft des Emirats Abu Dhabi. Kaufhaus Karstadt und Kika Benko macht vor allem in Warenhäusern. Benko ist in Deutschland vor allem als Kaufhausinvestor bekannt. Seine Signa-Gruppe gehört mit einem Immobilienvermögen von mehr als 14 Milliarden Euro zu einem der größten Immobilieninvestoren in Europa. Zuletzt hatte Benko die Möbelketten Kika und Leiner übernommen, die deutschen Warenhäuser Karstadt und Kaufhof fusioniert und sich bei zwei der größten Tageszeitungen Österreichs eingekauft. Chrysler Building – Hochglanzhochhaus mit Geschichte. Das Chrysler Building zählt mit seiner silbern glänzenden Spitze und den darunter liegenden Edelstahlbögen aus der Art Deco-Zeit zu den bekanntesten Hochhäusern der Welt. Bis in die 1950er Jahre hinein war der US-Autohersteller Chrysler der Hauptmieter, bis heute dient es mit seinen 77 Stockwerken als Bürohochhaus für viele verschiedene Unternehmen, allerdings zuletzt mit dem Ruf, dass eine dringende Renovierung nötig sei. Nach seiner Einweihung 1930 war der Wolkenkratzer 11 Monate lang Zeit das höchste Gebäude weltweit, bis ihm das Empire State Building den Rang ablief. Punkt. Anders als dort gibt es im Chrysler Building keine öffentlichen Führungen oder eine Aussichtsplattform für Touristen.